Die Zeit geht auch an mir nicht spurlos vorüber. Die Glieder schmerzen. Körper und Geist sind am Feierabend erschöpft. Ich werde alt. Doch anstatt mich nur auf die negativen Auswirkungen der tickenden Uhr zu konzentrieren, beruhigt mich die Erkenntnis, dass der Schatz meiner Erfahrung über die Jahre wächst und an Wert gewinnt. All mein berufliches Wissen beruht auf vorangegangenen Erfahrungen meiner Zunft. Ich bin Schuster, mein handwerklicher Ansatz ist traditionell. Doch entgegen der gängigen Meinung begreife ich Tradition nicht als starr und unantastbar. Für mich ist Tradition die Hüterin gesunder Werte in einer Welt, die sich rasant verändert. Grüß Gott, Herr Wagner. Grüß dich. So manche Begegnung entwickelt erst im Nachgang eine gewisse Tragweite. Und etwas Schicksalhaftes wohnt ihr bei. Es sind die Menschen und deren Leidenschaften, die mich faszinieren. Ich höre zu und versuche zu verstehen, bevor ich konstruiere. So, jetzt messen wir mal. Da bringen wir schon was zusammen. Mhm, schön. Also, pfiat dich. Merci. Einen Schuh anzufertigen, der in der rauen Gebirgswelt besteht, der einen direkten Einfluss auf Triumph, Niederlage oder gar Tragödie haben kann, das empfinde ich als schöne und verantwortungsvolle Aufgabe. Meinem Naturell entsprechend mache ich die Dinge sehr genau. Vielleicht bin ich manchmal wirklich etwas zu penibel. Meine Tage sind gezählt. Wie soll ich daraus Mut schöpfen? Doch die Arbeit spendet mir Trost. Die darin verborgenen Werte, meine Leidenschaft für das Handwerk, all das erfüllt mich mit Genugtuung. Meine Gedanken richten sich vermehrt in die Zukunft. Was wird dem Menschen wichtig sein? Wie werden Sie der Natur begegnen? Werden Sie den Umweg über die Berge wagen und daraus Lebenskraft schöpfen? Wie wird sich die Arbeit verändern? Welche Rolle spielt der Mensch? Und das Handwerk? Grüß dich, Hans. Ja, grüß dich. Du, die Schuhe sind auch schon fertig. Mit großem Interesse verfolge ich die Industrialisierung. Die technischen Errungenschaften, das wachsende Wissen, den Fortschritt. Boah, der passt perfekt. All dem stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Für mich? Ja, freilich, für die gute Arbeit. Doch zugleich regt sich die Hoffnung in mir, dass die Menschen eines nicht übersehen. Es gibt ein paar Dinge, die so bleiben sollten, wie sie sind.